Eine Card, die sich im Augenzwinkern durch einen Twitter-Post von langweilig zu sehenswert entwickelt hat. Tables, Ladders and Chairs, das große Event mit dem Debüt von Asuka, mit dem In-Ring-Comeback von Angle, mit ganz, ganz vielen Spots, ganz, ganz viel Zerstörung, Chaos und Carnage. Das werden wir jetzt besprechen. Das ist gerade eben zu Ende gegangen. TLC ist durch und wir besprechen das direkt danach in dieser Live-Review. An meiner Seite heute der Tobi. Ich grüße dich. Wunderschönen guten Morgen, guten Tag. Ja, das war also TLC. Ich muss sagen, ich war auch Anfang der Woche mäßig gehypt, aber als dann plötzlich vor 2 Tagen die Bombe geplatzt ist, war ich voller Vorfreude. Ganz genau, und so geht es natürlich vielen Fans, auch vielen im Live-Chat, die das schon in dieser Form geschrieben haben. Ein interessanter Wandel, und jetzt sprechen wir uns quasi durch diese Show. Es war tatsächlich in meinen Augen, um schon mal ein Grundfazit zu nennen, sehr unterhaltsam, aber genauere Dinge werden wir vorab beziehungsweise im Laufe des Podcasts klären. Verzeiht mir bitte jetzt schon mal, ich werde heute nicht in der Lage sein, jedes einzelne Bild jeweils zu dem einzublenden, was wir reden. Das heißt, es wird keine Bildeinblendungen geben, weil ich einfach heute dann noch wegfahre und dann auch noch ein bisschen schlafen muss. Und diese Bildeinblendungen, die sind meistens relativ zeitintensiv. Von daher, gönnt dem Jonathan ein bisschen Ruhe. Eben, Leute, doch einmal im Leben, bitte. Aber ihr könnt den Podcast auch ohne Bilder hören. Ja, zockt einfach FIFA 18 oder 2K18 oder nein, so. Nein, zockt nicht 2K18. Was denn jetzt? Ja, nee, also, na, egal, anderes Thema. Hast du die Kickoff-Show gesehen? Ich habe die Kickoff-Show gesehen, ja, aber auch nur mit einem Auge so ein bisschen. Alicia Fox hat gegen Sasha Banks verloren, die sich mit dem Banks-Statement durchgesetzt hat. Dazu muss man, glaube ich, nicht mehr sagen, oder? Nö, war ein grundsolides Women's-Match, aber nichts, was man irgendwie gesehen haben muss. Hätte genauso gut bei Raw stattfinden können, also muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Das war das eine Women's-Match, ein anderes hat die Show gestartet und das war tatsächlich sehenswert. Und zwar ging es hier um das Debüt von Asuka, die ihr erstes großes Match bestreitet, beziehungsweise ihr erstes Match auf der ganz großen Bühne im Main Roster, ihre Gegnerin Emma, die sich extra für diesen Spot quasi qualifiziert hat. Und hier gab's Hashtag ungeschlagen gegen, ja, ganz, ganz oft geschlagen. Trotzdem hatte Emma ganz viel Gegenwehr. Es war also kein typischer Squash. Ein schöner technischer Beginn im Match, Armbearbeitung von Asuka, natürlich dieser Submission-lastige Stil, den man von ihr kennt. Und letzten Endes der Sieg mit dem Asuka-Lock, Tobi. Ja, also es gab 2 Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Squash oder als Alternative, man haut hier 10 attraktive Minuten raus. Man hat sich für Letzteres entschieden. Asuka erstmal generell hat positive, starke Reaktionen vom Publikum bekommen. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Und dann haben wir ein Match gesehen mit ein paar ganz kleinen Unstimmigkeiten. Aber weitestgehend hat die Chemie der beiden gepasst. Die haben ja auch bei NXT schon mal ein richtig gutes Match auf die Matte gebracht. Man hat die Stärken von Asuka, denke ich, gut rausgearbeitet, hat die gut rausgestellt. Ihren Strongstyle hat man sehr schön erkennen können, die stiffen Aktionen. Ich glaube eben auch, dass die Leute, die Asuka nicht kennen, die Casual-Zuschauer, dass das auch ein gutes Match war für die, um so ein bisschen Asuka kennenzulernen und um auch zu sagen, ey, das war ein starker Einstieg. Und ja, Pflichtaufgabe würde ich sagen, gelöst. Entscheidend wird aber jetzt nicht dieses Debüt sein, sondern es wird entscheidend sein, wie es in Zukunft eben mit ihr weitergeht. Ob es jetzt direkt zum Titel geht, ob es jetzt eine Number One Contender-Fehde gibt. Das Potenzial hat sie, um die ganze Division nach oben zu ziehen, aber die WWE muss das Potenzial eben auch nutzen. Bin sehr gespannt, wie sie da verfahren, und das kann man eigentlich auch schon zu diesem ersten Match sagen. Wie würdest du denn in so 2 bis 3 Sätzen formulieren, wie man mit Asuka jetzt in Zukunft umgehen sollte, um sie eben wie bei NXT interessant zu halten und nicht zu wasten quasi? Das sind die Stichwörter, wie bei NXT. Konsequent um die Stärken oder auf die Stärken von Asuka konzentrieren und so versuchen, die Division Stück für Stück wieder relevant zu machen. Nicht so viele Titelwechsel, sondern wirklich ein klarer roter Faden, der sich durch die Division zieht, eine Hierarchie, Asuka von mir aus an der Spitze und dann drumherum, die Mädels müssen sich eben hocharbeiten
sodass sich eben die ganze Division an Asuka gewissermaßen mit hochziehen kann. Also ich erwarte von ihr eigentlich jetzt zeitnah einen langen Titelrun. Okay, die Division, die du angesprochen hast, wieder nach oben ziehen. Du meinst also, dass sie gerade am Boden liegt oder zumindest nicht oben am ist? Am Boden liegen ist jetzt eine etwas reißerische Bezeichnung, aber zumindest ist es jetzt nicht so, dass wenn die Frauen bei Raw auftreten, dass ich sagen würde, oh cool, Mensch, die Frauen haben ein richtig starkes Standing. Das verkommt immer so ein bisschen jetzt zu 0815. Es gab da irgendwelche random Tag Team Matches mit Sasha Banks und Bayley gegen Nia Jax und Emma. Das hatte irgendwie keinen richtigen Punkt. So, und von dieser richtigen Women's Revolution war dann eben nicht mehr ganz so viel übrig. Und jetzt hat man aber die Möglichkeit, eben mit Asuka das Ganze wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Es gab ja tatsächlich dann das Raw-Frauentitelmatch. Das würde ich jetzt direkt im Anschluss besprechen, obwohl das dann erst im Laufe der Show kam, also nicht direkt nach diesem Opener. Das hat man sehr cool aufgebaut in meinen Augen. Alexa Bliss gegen Mickie James. Man hat eben diese Match-Story eingearbeitet, beziehungsweise auch die Story vorher aufgegriffen. Bliss sagt, du bist eine Oma, so, und dann macht James halt so die Mutter, erzieht sie und haut ihr auf den Arsch, so, spankt sie ein bisschen, der Klassiker. Das fand ich generell einfach, wie man das aufgegriffen hat, schon elegant. Es waren ein paar kleinere Fehler im Matchablauf drinnen, aber nichts wirklich Gravierendes. Alexa Bliss gewinnt mit dem DDT, verteidigt ihren Titel in einem soliden Match. Danach hat James sich noch kurz beim WWE-Universum bedankt, eine klassische Face-Promo gehalten. Das war generell einfach ein Programm, was standardmäßig, aber trotzdem einfach cool umgesetzt war. Und dieses Match muss man nicht gesehen haben. War jetzt kein Klassiker, sondersgleichen. War einfach ein solides Aufeinandertreffen, was aber der Fehde auch würdig war, würde ich sagen. Ich fand es sogar ein ganz kleines bisschen besser als du. Das war wirklich anständiges Wrestling. Die beiden haben auch gut harmoniert. Nachvollziehbare und konsequente Match-Story, das Alexa Bliss quasi Mickie James als Old Lady bezeichnet. Aber die dann eben mit ihren 38 Jahren auch gar nicht so alt ist, die dann aber in dem Match zeigt, dass sie es halt immer noch drauf hat. Kein Titelwechsel, auch das die richtige Entscheidung in meinen Augen. Das Leder hat in letzter Zeit schon zu oft die Hüften gewechselt. Und ich glaube, die Rede von James danach hat das Ganze einfach gut abgerundet. Und es war eben für das, was es sein sollte, für so eine kleine Übergangsfehde, absolut in Ordnung. Also da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Es war schlüssig aufgebaut, das war gut umgesetzt, das war jetzt logisch abgeschlossen. Passt für mich wie die Faust aufs Auge. Bist du ein bisschen erkältet? Ja, ich bin auch ein bisschen. Ich glaube, die WWE hat mich ein bisschen angeschlagen in den letzten Tagen. Da geht auch eine Grippewelle um. Weißt du, an wen mich das gerade erinnert? Deine angekratzte Stimme? Wirst du mir gleich sagen. Na, an Enzo Amore! Der kam nämlich raus vor dem Cruiserweight-Match und hat einfach seine Catchphrases wiedergebracht, Tobi. Als Heel. Als Heel. Das, ja, kann eigentlich, also es hat, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie merkwürdig. So, als er rauskam, gab es eher weniger Reaktion. Bei der Softline war dann das ganze Publikum dabei, nur um ihn dann halt auszubuhen. Das hat, also ich weiß nicht, das ist weder was Halbes noch was Ganzes. Daraus beide nicht schlau. Er hat auf jeden Fall eine sehr angekratzte Stimme gehabt. Er meinte nämlich, er hat gestern zu viel gefeiert. Er meinte wirklich gestern. Ich weiß nicht, was er gestern... Optimale Matchvorbereitung. Was er gestern für einen Sieg hatte. Aber auf jeden Fall hat er gestern krass gefeiert. Ist ja auch egal. Und seine Stimme war angeschlagen. So, und dann sagt er aber, ja, und ich werde Enzo besiegen, diese Catchphrases, ich fand's auch sehr eigenartig, auf jeden Fall gab's dann das Match. Puh, und das war ja nicht sonderlich gut, aber es gab den Titelwechsel, Enzo setzt sich durch und ja, ist jetzt der alte, neue, alte Cruiserweight Champion, zweifach mittlerweile und eigentlich genau das, was der Jobber in der Form erwartet hat in der Preview und was auch das Wahrscheinlichste war, um halt einfach den Plan mit Enzo weiter fortzuführen und um auch diese Storyline um ihn rum aufzubauen. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, es ist halt mal wieder ein Titelwechsel. Ja, und das war an diesem Abend auch, denke ich, da sind wir uns eigentlich das schlechteste Match.
Ich weiß nicht, also wenn man das mit Enzo durchziehen will, okay, die Cruiserweights waren jetzt bei Raw in der Vergangenheit immer im Main-Event, ob es denen so wirklich was an Relevanz gebracht hat, weiß ich nicht. Man müsste das dann auch wirklich richtig durchziehen. Aber auch das hat man ja eigentlich nicht geschafft. Jetzt erst stellt sich die ganze Division gegen Enzo, dann findet er beim letzten Mal Freunde, jetzt besiegt er Kalisto. Ja, da fehlt mir so ein bisschen der rote Faden, dass ich sagen kann, okay, jetzt werfe ich doch mal ein Auge drauf. Ich glaube, das wird irgendwie in so einen Trott verfallen. Enzo wird den Titel dann halt immer auf eine gewisse unfaire Art und Weise verteidigen. Aber das war wirklich einer der wenigen Punkte, wo ich sagen würde, das war überhaupt keine Bereicherung für diesen Pay-Per-View, weil das Match selbst auch, ja, nix ist, was man sich irgendwie auch nur angucken muss. Richtig. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Kalisto kam ja tatsächlich, also hat er ja jetzt wieder seinen alten Theme-Song mit dem Lucha Lucha. Das ist mir aufgefallen. Man hat also wahrscheinlich auch realisiert, dass dieser Dubstep-Tune oder dieser neue Song, den er hatte, nicht wirklich das Wahre ist. Außerdem, Lucha, das mobilisiert die Massen. Das kann man dann schön in die Promo-Clips reinschneiden, wie da Menschen stehen, die erst den einen, dann den anderen Arm hochheben und Lucha, Lucha, Lucha chanten. Das ist mir nur so als kleine Randnotiz aufgefallen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie und was man davor hat mit Enzo. Ich glaube, man will halt einfach mit ihm einen kontroversen Charakter haben. Aber dieser kontroverse Charakter ist halt total, also total weird, weil Der Division kann es nur helfen, wenn du einen roten Faden hast, der im Endeffekt auf den Payoff rausläuft. Aber aktuell läuft es nicht auf den Payoff raus, aktuell läuft es darauf hinaus, die Leute abzufacken. Und das hilft der Division nicht, weil ich glaube, ich weiß nicht, du hättest jetzt eigentlich die Möglichkeit gehabt, Kalisto dann als Gesicht dieser Division zu etablieren. Enzo kann reden, aber das hilft ihm in dieser Division dann halt nicht ganz so viel, finde ich. Ich glaube nicht, dass es die Leute wirklich abfuckt, sondern eher, dass es sie ein bisschen verwirrt. Ich finde es schade, dass ich dann bei einem Match immer weiß, wenn Enzo Amore drinsteht, dass ich dieses Match eigentlich nicht schauen muss, weil es die Show abwerten wird. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so schlimm ist wie bei Jinder Mahal, aber bei Enzo ist es trotzdem so, ich weiß, wenn er dann in einem Match steht, jetzt bekomme ich etwas, wo ich im Nachhinein wahrscheinlich sagen werde, musste nicht gesehen haben. Und das ist etwas, wo ich mir sage, kannst du auch darauf verzichten. Macht sich nicht attraktiver für mich. Also von der Matchqualität auf jeden Fall, da würde ich dir auch zustimmen. Ja, in Sachen Storylines und so und auch wenn es darum geht, was auszustrahlen und einzigartig zu sein, ist halt Enzo wie kaum ein Zweiter da an. Trotzdem eine Bereicherung für die Division, würde ich schon sagen. Und das hat man ja auch gesehen. Also er hat ja die Relevanz schon durchaus auch reingebracht jetzt in den letzten Wochen. Auch wenn es nicht so krass ist, wie es vielleicht auch viele gemacht haben, aber ich würde schon sagen, dass Enzo in der Hinsicht eine Bereicherung ist, deswegen ist jetzt auch in Ordnung, dass er den Cruiserweight-Titel hat, soll er einen weiteren Run damit haben. Es gibt halt nicht viel anderes und dieser Abgang von Neville schwächt halt die Division trotzdem krass. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte keinen Enzo und keinen Kalisto reingebracht, hätte keine Initiative ergriffen, sondern hätte jetzt einen Neville-Walkout mit den alten Leuten, also mit den Menschen, zu denen wir gleich noch kommen, die im Cruiserweight Tag Team Match standen, also dann wäre die Division ja nochmal an einem ganz anderen Platz, das darf man auch nicht vergessen. Von mir aus. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass die Division mich so sehr interessiert, dass ich mir da jetzt so sehr den Kopf drüber zerbreche, muss ich ehrlich sein. Wie jetzt? Das verstehe ich gar nicht. Pass auf, Rich Swann und Cedric Alexander sind ja nochmal angetreten, beziehungsweise sind angetreten gegen Kendrick und Jackie Gallagher. Das waren actionreich. Gegen Kendrick? The Brian Kendrick. Okay, ich habe kurz gedacht, du hast es verwechselt. Nein, alles gut. Weitermachen. Actionreich. Waren auch Reaktionen da und Cedric und Rich Swann gewinnen das Ganze. Wie auch bei Raw stehen die quasi oben. Ich muss sagen, ich habe von der Story überhaupt keine Ahnung gehabt, worum es da ging, wer jetzt mit wem. Ich wusste, dass Gallagher und The Brian Kendrick da, sich da, bitte nicht singen, dass die beiden sich da irgendwie jetzt verbündet haben. Ich kannte die Story nicht, aber ich habe schöne Aktionen, viel Tempo, richtig starkes Wrestling gesehen. Wenn das mir die Cruiserweight Division auf einer Pay-Per-View-Card bietet, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen einzuwenden. Ich fand das viel besser als das Titelmatch. Und wie gesagt, auch wenn ich von der Story keine Ahnung hatte, das waren
ein paar Minuten gutes Wrestling, schöne Unterhaltung, die mich jetzt nicht gestört haben. Und im Gegensatz zum Titelmatch, zu diesem Cruiserweight-Titelmatch, hat das für mich die Show nicht abgewertet, sondern das hat sich eigentlich gut in das Bild gefügt, weil es generell in meinen Augen eine Show war, die durch gutes Wrestling sich ausgezeichnet hat. Verdammt, jetzt habe ich mein Mikro kurz gemutet gehabt und fange an zu reden und merke, dass es immer noch gemutet ist. Wir hören dich wieder, alles gut. Pass auf, das hat ja, also es hat mehr Reaktionen gezogen, als ich gedacht habe, dieses Match. Weil ich halt auch mit dem gleichen Approach rangegangen bin wie du, dass es halt nicht wirklich eine großartige Story gibt. Und dafür haben die Leute das ja doch ganz gut aufgefasst, aber war eben auch nur ein kleiner Showpunkt. Einer dieser Leute, wenn du einen rauspicken würdest, wer wäre denn am ehesten Cruiserweight-Champion-Titel würdig? Jack Gallagher, würde ich jetzt spontan sagen. Echt? Ja. Ich weiß, ich mag den Kerl. Ich finde, der hat einen ausgeprägten Charakter, wo ich sagen würde, mit dem könnte man was anfangen. Interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich wahrscheinlich Cedric Alexander gesagt. Bei ihm fehlt mir halt, er ist ein guter Wrestler, aber bei ihm fehlt mir halt wirklich der Charakter so ein bisschen. Okay, ja. Das halt, aber die, weil du gerade gesagt hast, das hat gute Reaktionen gezogen, liegt auch daran, die haben die ersten 4 Minuten ja angefangen, als wären die auf Klebstoff. Mal ohne Witz. Die haben ja wirklich 4 Minuten einmal richtig Vollgas, dann gab es mal kurz 2 Minuten Pause und dann haben sie die Endphase richtig durchgezogen. Klar zieht das Reaktion, weil es wirklich spektakulär war, weil es gut geworkt war. Und ja, da flog gerade ein Elias durchs Bild. Ganz genau. Da flog auch noch was anderes auf Elias, um da eine Überleitung zu basteln. Okay, das hast du wunderschön gemacht. Solltest vielleicht an dieser Stelle erwähnen, jetzt sollen Veganer weghören. So, alle Veganer, bitte jetzt ganz genau zuhören. Wir hatten Elias bei diesem Pay-Per-View, der ja bei Raw seit Monaten umherzieht. Genauer gesagt seit WrestleMania oder der Raw oder den Wochen danach. Und er war nicht angekündigt mit irgendeinem Match, aber er hat trotzdem sich blicken lassen und wollte seinen Song performen, hat so ein Gitarrenintro gespielt, aber wird mit Gemüse beworfen. Auf einmal kommt da... Und Obst. Und Obst. Du kannst ja nicht einfach Obst diffamieren. Oder hast du was gegen Obst? Lass Obst. Wollte gerade sagen. Vielleicht ist das so... Also... Vielleicht war das sogar faul. Das kann ja auch sein. Dann hätte Jason Jordan das nicht gegessen. Ach, hat er was gegessen? Er hat eine Banane gegessen. Also hat sich ach, ja, genau. Das Stück hat er dann auf Elias geworfen. Stimmt, eine Banane natürlich, ja. Ich erinnere mich, als wäre es gerade eben gewesen. Jason Jordan fährt da nämlich mit so einem Einkaufswagen mit Brokkoli und anderen Sachen und bewirft halt dann Elias. Und Elias geht dann weg. Das ist jetzt das neue Gimmick also, von Jason Jordan, der Einkaufswagen-Brokkoli-Typ. Wenn ich jetzt irgendwann jemand fragt, warum fehlen die beiden gegeneinander und du sagst dem, weil der eine den anderen mit Obst abgeworfen hat, das glaubt dir kein Mensch, der es nicht gesehen hat. Es ist echt unfassbar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Jason Jordan ist durchs Rewe neben angefahren, hat sich ein bisschen was von der Obsttheke mitgenommen und hat das jetzt auf Elias geworfen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum gerade Obst und Gemüse. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wollen wir jetzt gleich über das Match reden oder machen wir das nachher? Also prinzipiell ist ja generell, wenn jemand schlecht spielt oder so, oder bei irgendwelchen Konzerten, ist ja der Running Gag quasi, da dann faule Eier oder Gemüse hochzuwerfen, um dem zu zeigen... Oder Tomaten oder so, um dem zu zeigen, puh, das ist ekelhaft. Kein Brokkoli oder das ist schlimm. Und kein Lauch. Richtig, habe ich mir halt auch gedacht. Aber ich weiß einfach. Nicht, Jason Jordan gönnt sich halt. Hat halt einfach ein bisschen die Gemüsetheke aufgeräumt, hat das genommen, was noch da ist, so direkt vor Ladenschluss und ja, ist dann zur Arena gefahren. Ich lese übrigens gerade im Chat so von wegen rassistisch, weil Jason Jordan irgendwie eine Banane gegessen hat und er wahrscheinlich auf Elias geworfen hat. Nicht mit der Political Correctness in dem Maß übertreiben. Also ich denke, ein bisschen mit Augenzwinkern darf man das Ganze sehen. Ja,
Es ist eine Unterhaltungsshow, Leute. Machen wir uns mal alle nicht ins Hemd. Da Später am bewirft ein Typ jemanden, der Gitarre spielt mit einer Banane. Hinterfragt das doch nicht noch weiter. Ja. Ist doch schlimm genug. Macht einfach den Monitor aus, dreht euch um und schlaft. Das wäre die bessere Lösung in dem Moment gewesen. Wenn da eure Mutter reinkommt und die dann sieht, dass ihr euch Leute anguckt, die sich mit Gemüse bewerfen, glaubt, dann wird sie auch erstmal Hilfe rufen und sich ganz viele Sorgen machen. Ja komm, jetzt lass doch noch schnell über das Match reden. Das Match gab's ja dann, also es hat dann noch einen Versuch gebracht, da gab's ein heftiges Boo-Konzert. Mein Jobber-Song am Mittwoch hat übrigens nicht so heftig schlechte Reaktionen gezogen, wie das, was Elias hier gemacht hat. Der arme Mensch. Meine Zuschauer, die sind noch kultiviert, aber die Leute, die da in der Arena saßen, die haben den halt ausgebuht wie sonst was. Alles Kunstbanausen, die wissen nicht, was gut ist. Kurz vor dem Main-Event gab's dann, um quasi so ein bisschen runterzukommen, das Match. Was ist da passiert, Tobi? Ja, es war halt einfach so, es war ein standardmäßiges Match. Relevant war eigentlich nur das Ende. Jason Jordan war dann ein bisschen am Knie verletzt, nachdem Elias ihn gegen den unteren Turnbuckle geschmissen hatte. War angeschlagen, dann kommt der Roll-Up. Der Sieg für Jason Jordan. Es gab dann irgendwie noch eine Kontroverse, ob nicht irgendwie Elias die Schulter oben hatte. In der Wiederholung hat man aber gesehen, dass die eigentlich unten war. Die Kommentatoren meinten aber, sie wäre oben. War sie nicht oben? Also ich will beim Three Count, beim dritten Schlag war sie unten. Ich weiß halt, also ja, kommt drauf an, was oben heißt. Also, aber sie war vorher mal, also sie war vorher so, 2-3 Zentimeter über dem Boden. Aber tatsächlich ist sie das bei mehreren Coverversuchen, wenn man genau drauf achtet in der WWE. Erbsenleserei. Ich weiß nicht, ob es ein Botch war oder nicht. Wahrscheinlich sollte es halt ein uncleanes Ende sein. So oder so, ich finde, man würde sich mit so einer Fehde total in eine Sackgasse bucken. Denn Jason Jordan ist Sohn von Kurt Angle Storyline-mäßig und wenn man das mit ihm konsequent fortfahren möchte, er hat jetzt gegen Cena, er hat jetzt gegen Reigns verloren, aber hat jetzt zuletzt gewonnen. So, das müsste man jetzt fortfahren. Auf der anderen Seite, Elias, der im Main-Roster, außer einem Sieg gegen Finn Balor, wo Bray Wyatt eingegriffen hat, noch nichts Relevantes gerissen hat. Ich siege gegen den Titus O'Neil oder den Apollo Crews, streiche ich jetzt mal bewusst. Ihn jetzt gegen Jason Jordan zu stellen, finde ich halt kontraproduktiv, denn einer der beiden muss halt verlieren und derjenige ist dann halt gearscht, finde ich. Und ich weiß halt nicht, eigentlich muss Elias im Zweifelsfall gewinnen, weil er noch nichts Relevantes erreicht hat. Jordan hat auch nichts Relevantes erreicht, muss aber gewinnen, weil er der Sohn von Kurt Angle ist. Und man hat das ja auch lang und breit aufgebaut. Sucht euch aus, aber einer der beiden würde, glaube ich, unter einer solchen Fehde eher leiden. Aber muss hier wirklich ein Elias gewinnen? Ich würde nicht dass er gewinnen muss. Ja, wenn nicht, dann nicht. Okay, aber dann muss er sich dann halt sagen lassen, dass er gegen Jobber gewonnen hat. Gegen Finn Balor, das Ding mit Bray Wyatt streiche ich auch. Und ansonsten halt Apollo Crews und Titus O'Neil. Mehr hat er ja dann nicht erreicht. Also das heißt, man darf halt auch nicht seine Rolle überschätzen. Ne? Der kommt raus und spielt Gitarre. Das ist sein Gimmick. Er singt, er wird ausgebuht, er funktioniert, aber der ist jetzt niemand, der irgendwann im Main Event steht, mit diesem Gimmick zumindest. Das richtig. Also wenn man mit ihm nichts weiter vorhat, dann kann man ihn jetzt als Aufbaugegner für Jason Jordan verwursten oder besser verobsten. Haha. Oh nein. Aber ich weiß, also ja, dann von mir aus. Also mir ist es eigentlich dann im Zweifelsfall egal. Und der Jobber ist im Chat. Der Jobber, ich hab's auch gerade gelesen. Huhu, Jobber. Jobber ist wieder back. Jobber ist back vom Flughafen. Jobber, wenn du, ich weiß nicht, ob du den Main Event gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann schreib mir auf Skype, dann holen wir dich vielleicht noch mit rein. Das wäre ja nice. Weil wir haben jetzt nur noch Balor gegen Styles und den Main Event. Aber ich würde sagen, Elias, der kann halt auch verlieren. Also er ist jetzt lange aufgebaut worden. Er hatte auch ein konsequentes Booking. Man hat das durchgezogen mit ihm, aber irgendwann ist dann auch an der Zeit, dass man Niederlagen einstecken muss und ein Jason Jordan ist das weniger als ein Elias in dieser Fehde, würde ich jetzt behaupten. Auch wenn du auf Twitter ja geschrieben hast, Jason Jordans Booking bekommt eine konsequente Linie. Das sehe ich ja ähnlich. Was meinst du genau damit? Mit einer konsequenten Linie meine ich eigentlich, dass er jetzt die Matches gegen Cena und Reigns verloren hat, da war so dieser Erfahrungsfaktor und jetzt ist es halt so, er gewinnt jetzt langsam seine Matches, er hat aus diesen Fehlern gelernt, aus diesen großen Matches, steigert sich jetzt mehr und mehr und
Deswegen müsste er hier eben gewinnen. Wenn er hier verlieren würde, würde das nicht in diesen Verlauf reinpassen. Dann wäre es nicht konsequent. Ja, genau. Also finde ich auch, ich habe das ja auch schon vor einem Monat gesagt oder so, dass diese großen Matches durchaus dann helfen können in diesem Aufbau. Aber gucken wir mal, wie es mit Elias und Jason Jordan weitergeht. Wir haben jetzt ein großes Dream-Match und noch den Main-Event vor uns zu besprechen. Wenn ich nicht noch irgendwas vergessen habe, wir sind so ein bisschen hin und her in der Show, aber ich denke, das ist es, ne? Warum gehst du es auch nicht einfach chronologisch durch? Da ist es schon thematisch. Zu so einer unchristlichen Zeit und dann auch noch alles hier durch die Kante. Ja, was ist denn? Entspann dich doch mal. Guck mal, wenn wir... Du bist der Host, mach weiter. Ich will gar nichts gesagt haben. Wenn wir über schwedische Waffeln reden, dann möchte ich auch gleichzeitig noch über die Cruiserweights reden, weil sonst steuern wir die da irgendwo ein, wo wir gar nicht im Thema sind. So arbeiten wir das Thema für Thema ab, Toaster. Und kommen dann wahrscheinlich auch angenehmer durch. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich bin ja auch nur ein Wrestling-Fan, lasst mich doch alle. So, Bella gegen Styles gab es, Toaster. Dream Match? Ja, natürlich. Alter. Also, aber ganz ehrlich, dass es ein Dream Match ist, da kann die WWE tatsächlich am wenigsten dafür. Also da kann sie eigentlich meinen lieben Gruß an New Japan rausschicken, denn ohne New Japan wäre das Match von AJ Styles gegen Finn Bella kein Dream Match. This is awesome, haben die Leute vor diesem Match gechantet. Das war tatsächlich, da war kein Aufbau oder so, aber wie du es gesagt hast, die Vergangenheit der beiden hat halt dazu beigetragen, dass man sich gesagt hat, ja, ich will dieses Match sehen. Und das hat funktioniert, die Leute sind drauf angesprungen und William Regal hat da einen sehr, sehr coolen Post zu auf Twitter verfasst. Der hat geschrieben, wenn immer Wrestler zu mir kommen und sagen, unser Match wurde nicht gut aufgebaut und wir können gar nichts machen, was sollen wir hier im Match verkaufen? Das ist so schwierig, weil wir haben keine gute Storyline dahinter und das Kreativteam gibt sich keine Mühe. Dann antwortet William Regal, du hast immer eine Story zu erzählen, egal ob du einen Aufbau hast oder nicht. Du hast die Story zu erzählen, dass du den anderen Typ vor dir besiegen musst, zusammenschlägst und dann pinnst, so, dass du deine Familie oder dich ernähren kannst. Und diese Story musst du verkaufen. Und genau das haben diese beiden quasi getan in der Kombination mit dem Bullet Club, Anführer-Ding, was man in der Vergangenheit hatte und sowas. Das war halt einfach trotzdem super sehenswert und ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Auch vom Match natürlich einfach das, was man, denke ich, von den beiden erwartet hat. Tolle Technik, total crisp, hat dann auch Fahrt aufgenommen, das Match. Konter-Sequenzen und letzten Endes der Coup de Grace, der das Match beendet. Die Too-Sweet-Geste als Respektszeichen, 18 Minuten lang, das war schon sehr, sehr gut. Das war ein 4-Sterne-Match in meinen Augen. Auch jetzt nicht ultra stark, aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Storymäßig fußte das Ganze dann halt einfach auf der Grundlage einfach von einem sportlichen Wettkampf. Im Endeffekt, ja, die Gruselfehde für Bella im wahrsten Sinne des Wortes mit Wyatt, ich hoffe, die ist dann jetzt auch einfach, man lässt die jetzt einfach hinten runterfallen, denn dieses Match hat diese Fehde, denke ich, ganz gut vergessen gemacht. Die This Is Awesome Chants zum Start haben eigentlich gezeigt, dass es trotzdem, trotz des nicht vorhandenen Aufbaus, irgendwas Besonderes ist, nicht auszudenken, wie es jetzt wäre, mitten im Aufbau. Das ist eigentlich auch der Kritikpunkt dann von vielen gewesen. Aber, und das ist jetzt das, was dann im Match passiert ist, es war definitiv noch Luft nach oben und sie haben, denke ich, mit angezogener Bremse geworkt, weil irgendwann werden die beiden nochmal aufeinandertreffen und irgendwann wird es da auch einen richtigen Story-Background geben. Für das, was es hier sein sollte, fand ich's sehr gut, wobei ich trotzdem sagen muss, so dieser allerletzte Funke wollte bei mir nicht ganz überspringen. Also ohne Frage war es ein wirklich starkes, ein richtig starkes Match, was man auch wirklich sich anschauen sollte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah,
Match of the Year. Das hat mich sowas von aus den Socken gehauen. Aber ich glaube, das sollte es auch gar nicht sein. Von daher, ja, das war einfach ein starkes Match, was halt kurzfristig angesetzt wurde. Die Grundlage war der sportliche Wettkampf. Und ich denke, das geht so absolut in Ordnung. Man hat das gesamte Pulver noch nicht verschossen. Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder selbst wissen. Ich finde es eigentlich anständig. Wenn man jetzt sagt, komm, lass die beiden noch mal ein bisschen zurückgehaltener worken und dann, wenn sie irgendwann mal mit wirklich Storyline aufeinandertreffen, dann können sie sich wirklich, was weiß ich, die Kelche um die Ohren hauen. Ganz genau, die Kelche um die Ohren, ey. Das ist auch wunderschön. Ich hatte Spaß, das war auch, also ich würde dir da zustimmen, dass man halt wahrscheinlich einiges noch für ein weiteres Match aufbewahrt hat, da wäre noch mehr drin gewesen. Und was mich aber sehr beeindruckt hat, ist halt trotzdem, dass die Leute so drauf angesprungen sind, obwohl es halt gar keinen Aufbau gab, sondern nur einen Twitter-Post, bei dem gesagt wurde, yo, das ist jetzt so. Und trotzdem gibt es This is Awesome Chance bei so einem Match. Jetzt frag dich mal, warum. Weil was hat die WWE im Endeffekt mittlerweile noch für ein Publikum bei Pay-Per-Views vor Ort? Das sind Smart Marks, die auch das mit dem Bullet Club und so weiter alles mitgekriegt haben. Was glaubst du, warum die Too Sweet-Gesten kamen? Die hättest du von einem Casual-Fan nie im Leben gehört. Das heißt, so diese WWE-Zielgruppe schrumpft immer mehr so wirklich nur auf diese Hardcore-Smartmark-Fans, was dann für mich so, das sind wieder diese Grundsatzfrage, was dann für mich nochmal bekräftigt, dass die WWE sich so oft auf so viele falsche Sachen bezieht, wenn sie in einen Roman Reigns investieren und was weiß ich nicht, mit der Begründung, ja, der ist ja für die abdeckende Zielgruppe Frauen, Kinder, Erwachsene. Ja, Frauen, Kinder gehört nun mal nicht zu eurer Zielgruppe. Das, was bei diesem Pay-Per-View war, das war eine Smartmark-Crowd, größtenteils eben auch mit wirklich vielen Leuten, die Indies schauen. Und das ist das Kernpublikum von WWE und nichts anderes. Wenn man sich darauf fokussieren würde, würde man den Fans vielleicht die ein oder andere leidige Stunde ersparen. Ja, du musst natürlich trotzdem differenzieren, aber prinzipiell, was man halt hier gesehen hat und auch was bei WrestleMania natürlich in der Halle sein wird, das sind halt größtenteils schon genau diese Fans auf jeden Fall. Und da ist dann vielleicht trotzdem ein Match wie AJ Styles gegen Nakamura etwas, womit du Leute begeistern kannst. Womit du Leute mehr begeistern kannst als mit Bray Wyatt gegen Finn Balor. Ein Patron hat es bei uns unter die Ausgabe geschrieben, unter die Vorschau. Dieser Moment, wenn der Virus ein besserer Booker ist als die WWE. Einfach. Also ganz ehrlich, ohne die beiden Ausfälle, ich wüsste nicht, ob es genau derselbe Pay-Per-View geworden wäre. Das ist tatsächlich ein lustiger Gedanke. Wobei, wir wissen immer noch nicht, was genau, weil du jetzt gesagt hast, Virus, wir wissen immer noch nicht genau, was es war. Dave Meltzer meinte jetzt zuletzt im Wrestling Observer, egal was es ist, ob es eine Hirnhautentzündung ist oder was weiß ich, es ist auf jeden Fall was sehr Ernstes. Und ich weiß auch jetzt nicht, weil viele danach gefragt haben, wann Wyatt und Reigns wiederkommen, aber um den Bogen wieder zurückzuspannen. Ja, das hat den Pay-Per-View auf eine Art und Weise beeinflusst, dass viele jetzt, unter anderem auch ich, dann wirklich gesagt haben, okay, ich gucke mir das jetzt an und gehe da mit einem positiven Mindset rein. Denn, sagen wir mal, Donnerstagabend war ich eher noch so, Sonntag TLC, ja, One-Match-Show mit dem Shield-Comeback und das war's eigentlich. Aber jetzt haben wir insgesamt dann eine Show gesehen, das werde ich dann im Fazit auch nochmal sagen, die mich doch gut unterhalten hat. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Main Event, würde ich sagen. AJ Styles gegen Finn Balor, das hat Spaß gemacht. Was passiert jetzt mit Balor? Meinst du, er geht einfach in Richtung Lesnar nach der Survivor Series und verliert? Oder? Das kann natürlich super gut sein, ja. Also, ich denke schon. Das ist wahrscheinlich. Ich denke schon, Finn Balor ist der nächste Lesnar-Gegner, ja, weil er halt einfach, ich weiß nicht, er ist halt der Einzige, der so in dem Teich noch so mitschwimmt in der Gegend. Er ist der Next Step für Lesnar und er wird ihn halt in unter 10 Minuten besiegen. Das kann man, da kann man sich schon mal sicher sein, glaube ich. Ich fürchte, ja. Es sei denn, man schmeißt die Pläne komplett um, das ist natürlich auch immer möglich, aber hätte man jetzt so oft die Gelegenheit gehabt mit Strowman und was weiß ich, aber du hast zum Beispiel einen Strowman mit seinem Gesamtmomentum auch einfach in 8 Minuten nach einem F5 geplättet, die halten daran fest. Ich glaube auch weiterhin daran,
dass auf der Road to WrestleMania Ambrose und Rollins gegen Reigns turnen, dass Reigns Ambrose und Rollins besiegen wird, damit er halt wirklich bei WrestleMania einmal alle, also wirklich einmal à la carte bekommt. Und dann bin ich eigentlich gespannt, wie das Gesicht von McMahon dann aussieht bei Raw nach WrestleMania, wenn die Leute ihn immer noch ausblenden. Wird er sich an den Kopf greifen? Hä? Die Bohnen ja immer noch raus. Ja, frag ich mal, warum? Quatschkopf. Boah, yo, Toaster, schlag doch nicht immer so generell um dich. War mir gerade ein Bedürfnis. Mann, sind wir richtig gefährlich mit dem Toaster. Wenn der sein Temperament rausholt, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber wo du gerade Momentum Burying angesprochen hast, die Leute, die jetzt sagen, AJ Styles hat hier verloren, das ist so schrecklich, die sollten sich mal an den Kopf fassen. Die sollten sich wirklich mal an den Kopf fassen, weil diese Niederlage, klar, AJ Styles hat verloren, aber das hat AJ Styles nicht groß geschadet, weil es trotzdem ein super Match war, ein Competitive Fight und der super gut in diesem Match aussah. Storymäßig darf das hier auch keiner hinterfragen. Es darf dann auch gleich keiner den Main Event hinterfragen, denn allein wenn man so sieht, okay, der General Manager verprügelt seine eigenen Leute. Der General Manager sollte eigentlich eine neutrale Instanz sein. Jetzt prügelt er auf seine Angestellten ein. Ich glaube, man darf die großen Matches bei diesem Pay-Per-View sollte man einfach nicht zu sehr hinterfragen, sondern sollte einfach die Matches als solche sehen. Und da hat man, denke ich, den wenigsten Frust mit. Ja, Frust. Heftige Sache ist das immer. Nee, ich finde, AJ Styles ist hier gut weggekommen und soll einfach mal ein bisschen den Ball flach halten. Aber gut auch, sorry für den einen Satz noch, ja. Aber gut, dass auch der Demon nicht verloren hat. Der bleibt weiter unbesiegt. Ich hätte fast gegen Wyatt irgendwelche Sorgen gehabt, dass es da ganz merkwürdige Sachen gibt. Aber der Demon bleibt unbesiegt, hat ein bisschen eingebußt. Ich weiß nicht, beim Entrance von Baylor hat man es ein bisschen mitbekommen, dass die Fans nicht mehr ganz so ausgerastet sind. Aber war auch dieses Mal sehr unspektakulär, der Einzug, fand ich. Hat sich irgendwie schon abgenutzt, ne? Einfach, ich weiß nicht, man hat es auch dieses Mal nicht so aufgebaut mit den Kamera-Angles und so, das war anders. Ich weiß nicht, ob es die Fehde war mit White, die vielleicht das Ganze zum Leiden gebracht hat, aber es war jetzt nicht so spektakulär aufbereitet. Es waren halt auch, keine Ahnung, es waren dann diese Stühle im Hintergrund, die man gesehen hat in dem Nebel und so, das hat alles so ein bisschen davon weggenommen, aber Main Event, so, bitte. Ganz genau, Toaster. Und zwar 5 gegen 3. Die Heels kommen in den Ring, die drei anderen, durch die Crowd rein und erst sieht man hier Ambrose und Rollins. Ich muss auch nochmal sagen, Ambrose und Rollins sehen in dieser Shield-Konstellation einfach fucking epic aus und die haben auch irgendwie wieder Bock, habe ich das Gefühl. Also die haben da richtig Spaß dran, wieder in dieser alten, älteren Konstellation rumzuhängen. Wie in guten alten Zeiten, das ist zumindest mein Eindruck. Und es gab dann dieses Match, der gemeinsame Entrance. Angle hat Backstage eine Weste bekommen und hat dann diese Weste quasi sich gepackt und direkt dann mit angezogen. Es waren also alle in einem einheitlichen Look, sah aber irgendwie ein bisschen komisch aus in meinen Augen, oder? Fandest du, dass Angle diese Weste stand? Ja, es hatte ein bisschen was Cringiges, das stimmt schon. Wie ist der ganze Main-Event irgendwie? Ohne Witz, ne? Es war auf der einen Seite irgendwie super merkwürdig, dann irgendwann zur Mitte des Matches war es halt einfach ein totales Chaos, dann kommt halt dieses cringige Müllschluck-Part mit diesem total abgefuckten Sound. Warte doch mal, nimm doch nicht alles vorweg, Toaster! Ja, du hast mich aber gefragt, ob der Main Event komisch war, ja. Er war verdammt komisch. Naja, aber wir können ja gerne mal drüber reden. So. Der Matchstart war ja so, dass Ambrose, Rollins und Angle die Heels erstmal umzingelt haben und dann gab es erstmal eine Chairshot-Fiesta, um in deinen Worten zu reden. Und die Heels kamen dann aber irgendwann zurück. Also es gab dann diesen Dive von Ambrose und Rollins auf Strowman und Kane durch die Tische, aber irgendwann kamen dann natürlich die Heels zurück, auch nach dem Comeback von Angle, German Suplexes en masse. Aber Angle geht dann durch den Tisch und dann gab es quasi nach dem
Power Slam von Strowman durch diesen Table einen Verletzungsangle. The Shield waren da natürlich total unterlegen und waren dann nur noch zu zweit, hatten keine Chance, dachte man sich, bis das Heel-Team zerbrochen ist. Kane und Strowman haben sich in die Haare bekommen. Kane slammt dann Strowman irgendwann durch die Stage, nachdem er von ihm einen Chairshot kassiert hat. Und letzten Endes schmeißt das Heel-Team Strowman ins Müllauto und der wird weggefahren, wird dann wahrscheinlich bei Raw aus diesem Müllauto steigen oder so. Er Das wird wird ja auch nicht ein. nur weggefahren, er wurde ja wirklich geschluckt von dem Teil. Ja, Mann! Und die Soundeffekte Spektakulär! dazu, die waren, das Müllding wird angemacht und auf einmal geht in der ganzen Arena so ein und dann kommt dieser Soundeffekt und ich dachte mir, Leute, Alter, das war halt wirklich trashig, also in allen Art und Weisen. Also das ganze Match war total komisch. Aber Würde ich auch irgendwie sagen. am Ende trotzdem jetzt auf eine positive Art und Weise, weil jetzt nichts irgendwie dann war, wo ich sagen würde, okay, das Ja. war scheiße, lass das. Es war unterhaltsam cringig. Das ist ja auch erstmal nichts wirklich Schlechtes, aber auch wie dieser ganze Main Event ja präsentiert wurde und so, das war irgendwie alles total eigenartig. Aber hat halt trotzdem unterhalten und darum geht es ja im Endeffekt. Coole Sache also. Es war dann so, dass die Faces mit der Shield Bomb gewonnen haben quasi und sich durchsetzen. Das quasi zum Matchergebnis. Aber es war schon, also es war teilweise war es echt unsauber, fand ich. Es war von vorne bis hinten strange. Und Angle auch wieder im Ring zu sehen und Angle war auch sehr eingerostet, das hat man tatsächlich gemerkt, ist natürlich auch klar, aber das war schon interessant anzugucken. Ich fand es aber trotzdem unterhaltsam. Es war jetzt nicht auf dem Niveau von AJ Styles gegen Finn Balor, aber es war halt auch was ganz anderes und Eben. auch ein guter Main Event, würde ich auf jeden Fall sagen. Ein Main Event, kurzer Hinweis, der Pay-Per-View hieß TLC. Es gab genau ein TLC-Match, der Rest waren Singles-Matches. Fragezeichen. WWE Ausrufezeichen. Wir hatten ein Match, Angle war halt irgendwie am Anfang passives Beiwerk. Also in den ersten 10 Minuten gab es von ihm keine wirklichen Wrestling-Aktionen und er wurde halt auch irgendwie relativ schwach dargestellt. Also er war gar nicht so dieser große Wrestler, der es im hohen Alter immer noch drauf hat, sondern er war halt nur ein alter Wrestler. Und mehr nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man wirklich Angle da noch ein bisschen mehr zeigen lässt. Es kam dann die German Suplexen, wie ja die Mehrzahl von Suplex ist. Bist du Und dir sicher, dass das die Mehrzahl ist? ich meine, Suplexes, Suplessen, jeder weiß, was der Plural von Suplex. Und ja, also da hat er dann schon ein besseres Showing insgesamt bekommen. Seine Mitmenschen sind auch sehr soft mit ihm umgegangen. Ich finde, gerade bei Strowman hat man Die das gemerkt. Mitmenschen, der Klassiker. Ich finde, gerade bei Strowman hat man das gemerkt, dass er wirklich Angle nicht wehtun wollte, auch als er ihn gegen die Barrikade ein Schüppchen gegeben hat. Das fand ich ganz, ganz putzig. Ja, also Angle ist nichts passiert, Gott sei Dank, also besser so. Ja, Mitte des Matches war es dann eben ein 2 gegen 5, weil Angle raus war. Dann hat sich Team Miz selber zerpflückt. Strowman gegen Kane ist wahrscheinlich das, was uns dann als nächstes erwartet. Kane, bevor er Bürgermeister wird, kann er sich nochmal für Strowman hinlegen. Warum nicht? Ja, über den Müllwagen möchte ich nicht mehr reden. Und insgesamt 40 Minuten war schon deftig lang. Und ja, cringiger Main Event mit einer Note Trash. Mit ganz vielen Sachen, die kaputt gegangen sind, mit vielen Spots. Also das war, ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass alles sehr kurzfristig jetzt eben umgeschmissen wurde. Mit Reigns hätte das Match anders ausgesehen. Ja, ich würde es nicht als negativen Punkt listen. Trotzdem, die Stärke des Abends bleibt für mich Styles gegen Balor. Aber das hier war auch, der Main Event war schon okay. Ja, die Storyline, die man natürlich auch dann mit reingebracht hat, dass Angle ja trotzdem nicht mehr so fit ist und dass er durch diesen Power Slam ausgeschaltet ist, dann erstmal eine Weile Backstage ist, wie Brock Lesnar dieses Jahr beim SummerSlam und dann eben zurückkommt für unter großem Jubel. Das war auch total cringig, fand ich. Und so,
was ist das Wort, das ich suche? Aufgesetzt präsentiert. So, Angle kommt zurück ins Match. Er kommt aber mit seiner Musik in Ja, dieses Match ja, reingelaufen. ja. So, das ist total an. Kein Überraschungsrun-in, sondern ein, oh, drück mal den Knopf, mach meine Musik an, jetzt komm ich. Das passt da nicht rein, das stimmt. War schon alles eigenartig, war aber auch unterhaltsam. So kann man es, denke ich, festhalten. Der Und Boccia Mania Table Spot war noch lustig, weil ich es gerade im Chat lese. Von ja. Sheamus. Wo Ambrose hat, glaube ich, gefeiert innerlich. Ambrose hat ja auch seine Historie mit Tischen und I am the table. ganz genau. Der Das werden Matthew wir von bestimmt. Botchamania wird sich gefreut haben. Das werden wir bestimmt. Ich kenne übrigens den Typ von Botchamania, den Matthew, den habe ich neulich getroffen. Vielleicht hat er das auch live geguckt und hat sich auch sehr gefreut. Er ist nächstes Mal beim Podcast dabei, wenn Björn nicht kann. Ja, der spricht aber nur Englisch. Wir wollen ja trotzdem Deutsch Ja, du bleiben. kannst doch auch Englisch sprechen. Ein bisschen. Na, Aber mir siehst du. wird immer gesagt, mein Englisch ist cringy. Ach, So wie mit der Main Tony Event. Storm das Interview war eigentlich total, fand ich richtig gut. Mein Herz erwärmt sich. Bevor wir jetzt anfangen zu flirten, Tobi, was ist dein Main Event zum Pay-Per-View? Mein Main Event zum Pay-Per-View? Verdammt! Kann ich Dein dir sagen, Fazit zum was? Pay-Per-View. Dein Main Event zum Pay-Per-View. Ich bin auch durch im Leben, Ich ey. kann Ist ja immer scharf. erstmal kurz eine Referenz auf unserer Seite spotfight.de, wo jetzt die Umfrage schon raus ist, wo jetzt auch schon ein paar Leute gewotet haben, wie sie denn TSC bewerten. Also führend ist gerade durchschnittlich, danach kommt überragender Pay-Per-View, danach kommt gute Show, danach kommt unter meinen Erwartungen. Es gibt auch Leute, die haben gesagt, das war eine absolute Enttäuschung. Also ich kann mir vorstellen, die Bewertungs Anzahl wird hier breit gefächert sein. Ich muss sagen, für mich, ich bin sehr gehypt in das Event gegangen, habe viel gutes Wrestling gesehen. Ich habe die Storylines und das Booking bei diesem Pay-Per-View größtenteils wirklich ausgeblendet, und habe einfach die Show als solches gesehen. Und wenn man diese Show als solche sieht, denke ich, kann man sagen, das war ein guter Pay-Per-View. Wenn man mich jetzt fragen würde, war jetzt vielleicht im Vergleich zu Hell in a Cell, würde ich sagen, es war besser als Hell in a Cell tatsächlich, weil Hell in a Cell hatte zwei starke Matches und der Rest war Durchschnitt oder unterm Durchschnitt und hier hatten wir zwei starke Matches und der Rest war auch wirklich gut. Also da war starkes Wrestling dabei, wie ich es gerade gesagt habe. Deswegen, ja, doch, ich war zufrieden. 6,5 von 10. Vielleicht, wenn ich gut gelaunt bin, sogar 7 von 10. Ja, dieses Mal sind wir eher auf einer Wellenlänge als beim letzten Pay-Per-View, den wir zusammen bewertet haben. War es Hell in a Cell? Ja. Ich glaube schon. Hier würde ich auch 7 von 10 sagen. Also, war ein gutes Event, war jetzt nicht auf der, weil halt kein Match dabei war, wo ich jetzt gesagt habe, Alter, krass, das ist epic, das muss man gesehen haben. Auch AJ Styles, Finn Balor für mich nicht, also das hat es nicht ganz erreicht. Aber weil es trotzdem ein gutes, unterhaltsames Event war, würde ich 7 von 10 sagen. Aber stimmt da gerne auf Spotfight ab, wenn ihr das möchtet. Oder rechts oben, da gibt es auch nochmal eine Abstimmung, wenn ich dran denke. Wenn nicht, dann nicht. Dann auf Spotify. Dann auf Spotify, Leute. Also es ist ja sowieso Toaster. Also zu sagen, es wäre eine Empfehlung, ist noch eine krasse Untertreibung, ne? Also wenn ihr was mit Wrestling zu tun habt, dann ist Spotify eigentlich dann so die erste Anlaufstelle. Also dort, wir haben zum Beispiel jetzt vor dem Pay-Per-View, weil vielleicht für Leute von euch, die kein NXT schauen und sich denken, okay, Asuka ist debütiert, aber wer ist die Frau eigentlich? Auch dazu gibt es bei uns einen Artikel. Wir haben zu Kurt Angle, haben wir auch noch einen Special-Artikel gemacht. Fünf Dream-Matches von Kurt Angle, die mit dem aktuellen Roster möglich wären. Also klickt euch gern mal durch, da gibt es viele interessante Sachen. Da steht ein großes Team hinter. Liebe Grüße auch an das Team an der Stelle, an diejenigen, die es hören. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und ja, klickt euch durch. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Wir spreaden die Love an das Team und an euch, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei diesem Event und wir verabschieden uns jetzt, Toaster. Du hast deine Plugs rausgehauen. Auf Twitter findet man den unter @TobiTextet. Sein voller Name ist aber Toby the Toaster Textet. So wird er auch von jedem Der Ring-Announcer angekündigt. getoastete Toaster textet. Absolut korrekt. Schreibt gerne eure Review, eure Meinung und euer Feedback in die Comments. Wir verabschieden uns jetzt
wünschen noch einen angenehmen Resttag bis zum nächsten Mal. Spätestens bis Mittwoch, wenn wir Raw und SmackDown besprechen. Da müsst ihr dabei sein. Haut rein und ciao. Tschüss.